Michael, wie geht's dir? Ich habe was wirklich Interessantes entdeckt. Der gesamte Immobilienmarkt ist auf faulen Krediten aufgebaut. Der kracht zusammen. Der Immobilienmarkt ist grundsolide. Das ist eine Zeitbombe. Mike Burry, der sich die Haare bei Supercuts schneiden lässt und keine Schuhe trägt, weiß mehr als Alan Greenspan. Dr. Mike Burry, und ja, tut er. Weißt du, ich bin stinksauer. Die Amerikaner werden von den Großbanken über den Tisch gezogen. Und ich werde wütender und wütender. Das ist unglaublich. Da kommt dieser Typ in mein Büro und sagt... Da laufen ein paar ganz schräge Dinger ab. Während die Banken noch eine riesige Party feierten, sahen ein paar Außenseiter, was niemand sonst erkennen konnte. Die ganze Weltwirtschaft wird kollabieren. Ich bin sicher, die Banken der Welt werden nicht allein durch Gier angetrieben. Sie irren sich. Niemand achtet darauf. Die Banken sind gierig. Und wir können von ihrer Dummheit profitieren. Sie wollen gegen die Banken wetten? Die denken, wir sind high oder haben einen Schlaganfall. Irgendwie brillant. Betrug hat noch niemals funktioniert. Irgendwann läuft sowas immer aus dem Ruder. Wann haben wir das bloß vergessen? Wie konnten die Banken das zulassen? Angetrieben durch Dummheit. Aber das ist keine Dummheit, das ist Betrug. Sag mir den Unterschied zwischen dumm und illegal und ich lasse meinen Schwager verhaften. Habt ihr eine Vorstellung, was ihr gerade getan habt? Ihr habt gegen die amerikanische Wirtschaft gewettet. Wenn du dich irrst, verlierst du alles. Die Banken haben das amerikanische Volk hintergangen. Jetzt setzen wir zum K.O.-Schlag an. Okay, es geht los. Ihr dreht Stripperinnen faule Kredite an? Sie sind alle sehr liquide. Sie können das nicht refinanzieren. Und meine Hypotheken? Was meinen Sie mit und Ihre Hypotheken? Ich habe 5 Häuser. Und eine Eigentumswohnung. Heute Abend schüttet's noch. Ist nötig, um die ganze Scheiße wegzuwaschen. Mein Gott, Bosch, wieder einer. Wir brauchen Cops wie Sie nicht mehr, Bosch. Ich musste schießen. Sie glauben, es gibt eine bessere Welt als die hier? Oh ja. Detective, wie viele Menschen haben Sie getötet? Ich glaube nicht, dass es eine bessere Welt gibt als diese hier. Aufgrund der bisherigen Knochenfunde würde ich sagen, ein Kind von 8 bis 9 Jahren. Und er schien mir ein einfaches Opfer zu sein. In jedem Mord steckt die Geschichte einer Stadt. Harry, nicht! Eine Stadt braucht eine Gosse, Bosch. Keine Angst. Das ist gleich vorbei. Wir dürfen so 12.000 Meter hoch gewesen sein, als es passiert ist. Wir sind in ein Luftloch geraten und haben ungefähr 60 Meter in Höhe. Wir sind circa 1000 Meilen vom Kurs entfernt, die suchen ganz woanders nach uns. Wir sind auf einer Insel gestrandet und niemand rettet uns. Aber dieser Ort ist anders. Außergewöhnlich. Wir wissen es alle. Spüren es. 6 Tage sind vergangen. Und wir warten immer noch. Warten darauf, dass jemand kommt. Aber was ist, wenn keiner kommt? Letzte Woche waren wir einander noch fremd. Aber jetzt sind wir alle hier. Aber wenn wir nicht zusammen leben können, sterben wir allein. Glaubst du wirklich, dass alles nur ein Unfall war?
dass wir eine Gruppe Fremder überleben? Glaubst du, dass uns nur der Zufall hierher gebracht hat? Ausgerechnet auf diese Insel? Wir wurden hergebracht. Und zwar mit Absicht, aus einem Grund. Jeder von uns. Hergebracht? Wer hat uns hergebracht, John? Die Insel. Wie schafft es ein Programmierer, den Vorstandsvorsitzenden kennenzulernen? Ich habe einen Wettbewerb gewonnen. Der Präsident kriegt Mr. Garrick nicht mal ans Telefon. Du hast das Große losgezogen. Freut mich, Sie kennenzulernen. Ja, das freut mich auch, Caleb. Lassen wir doch den ganzen Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Scheiß. Cheers. Das hier ist kein normales Haus. Es ist eine Forschungseinrichtung. Ich will mit dir über das größte wissenschaftliche Ereignis der Geschichte der Menschheit reden. Entwickelst du künstliche Intelligenz? Hallo. Hi. Ich bin noch nie jemand Neuem begegnet. Du? Niemandem wie dir. Sie ist unglaublich. Die Herausforderung ist, dass obwohl du weißt, dass sie ein Roboter ist, trotzdem glaubst, dass sie ein Bewusstsein hat. Möchtest du mein Freund sein? Natürlich. Ist das überhaupt möglich? Warum denn nicht? Du hast das Gebäude hier noch nie verlassen. Wir könnten das zusammen machen. Ist sie von dir programmiert worden, mit mir zu flirten? Denkst du an mich? Wenn du lügst, merke ich das. Nein. Lüge. Vielleicht tut sie nur so, als würde sie dich mögen. Warum sollte sie das machen? Glaubst du, ich werde vielleicht abgeschaltet? Darauf habe ich keinen Einfluss. Wieso hat jemand darauf Einfluss? Du darfst Nathan nicht vertrauen. Du darfst auf nichts vertrauen, was er sagt. Es wird das nächste Modell sein, das den wahren Durchbruch bedeutet. Was machst du dann mit dem Alten? Du musst mir helfen. Irgendwann sehen die KIs auf uns zurück. Als aufrechtgehende Affen. Dazu verdammt auszusterben. Ist es seltsam, etwas erschaffen zu haben, das dich hasst? Was hast du mit Ava gemacht?